sind zwei Aufkleber drauf. Explosionsgefahr und nicht mit Wasser in Berührung bringen. Dafür, dass das Zeug so gefährlich sein soll, macht das Fass aber keinen sehr stabilen Eindruck. Das Schild warnt davor, dass bei Kontakt mit Wasser chemische Reaktionen ausgelöst werden könnten. Die Farbe ist dermaßen brüchig, dass sie schon beim Anschauen abbröckelt. Die Farbe ist an dem Silikon kleben geblieben. Mit etwas Fantasie kann man tatsächlich das Schild wieder erkennen. Hoffentlich geht der Deckel jetzt nicht auf. An einigen brüchigen Stellen sieht man das Eis hinter dem Mauerwerk. Wir müssten uns also unterhalb des Meeresspiegels befinden. Puh, das wäre geschafft. Das Ventil ist aufgedreht. Eine der Überwachungskameras. Eigentlich sollte es jetzt warm werden, aber der Heizkörper gluckert nur vor sich hin. Ich vermute mal, es befindet sich zu wenig Wasser im Heizkreislauf. Wenn mein Plan funktioniert und Max meinen Hinweis versteht, wird die Heizung warm und damit auch die Rohre, in denen der Eiszapfen steckt. Wenn der dann schmilzt und aus den Rohren rausrutscht, wird er hoffentlich das Fass von dem Regal auf den Boden schubsen. Und sobald der Deckel von dem Fass aufgeht und diese hochexplosive Chemikalie mit dem Eis auf dem Boden in Berührung kommt, macht's kabumm. Ein toller Zeitzünder. Wenn ich hier irgendwie raus könnte. Ich sollte also gleich anschließend das Ventil wieder schließen, sonst fliegt die ganze Bude mit Max und mir zusammen in die Luft. Wasser? Heizung? Fehlt da Wasser in der Heizung? Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Regler für die Wasserzufuhr finde. Ich hoffe, das war der richtige Schalter. Oh, verdammt. Nina, pass auf! Hab ich doch richtig gehört. Die Dame hat es also tatsächlich geschafft, sich zu befreien. Dann komm mal mit, der Chef freut sich schon drauf, dich endlich mal kennenzulernen. Ah, Fräulein Kalenko, endlich lerne ich Sie mal persönlich kennen. Ich bitte meine schlechten Manieren zu entschuldigen. Ich hätte mich schon viel früher vorgestellt, aber Sie sehen ja, ich bin ziemlich im Stress. Gestatten, Massimo Gattuso. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazukommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge, wie meine neuen Marketingmaßnahmen die Menschheit in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst. Tagelang überlegen Sie, welches Kleid Sie kaufen wollen. Dann noch ein Streit mit Ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche? Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart, sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern.
Sie müssen zugeben, eine wahrhaft edle Geste von mir. Ich muss zugeben, Sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht Ihnen nur darum, Ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind Ihnen scheißegal. Schade, dass Sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszapfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Da oben müsste Max drin sein. Hoffentlich haben sie ihn noch nicht erwischt. Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine Reihen aufnehmen. Ich hab hier was, wonach ihr bestimmt schon sucht. Oh, das Teil aus der Wasserpumpe. Vielen Dank. Wir werden uns mit einem schmerzfreien Tod erkenntlich zeigen. Sehr freundlich von Ihnen. Oleg, bau das Ding mal schnell wieder ein, damit wir es oben in der Station schön warm haben, wenn wir unseren Triumph feiern. Okay. Sie haben dann ein Auge auf unseren Ehrengast? Ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin fliehen möchte, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja unheimlich gemütlich hier. Wieder eine von diesen Überwachungskameras. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Ein Lastenkran. Von hier aus wird wohl der ganze Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine... Verdammt, wir haben hier irgendwo eine Störstrahlung. Wenn wir das nicht ganz schnell wieder in den Griff kriegen, müssen wir den Versuch abbrechen. Flucht über den Kran? Na, wenn das mal gut geht. Aber eine bessere Idee habe ich auch nicht. Also, versuchen wir es. Viel Glück, Nina. Oben wird es wieder warm und der Champagner ist kaltgestellt. Unserer Feier steht also nichts mehr im Weg. Die Feier muss warten. Wir haben hier ernsthafte Probleme. Was zum Teufel war das? Das verdanken wir bestimmt der kleinen Kröte hier. Aber nun ist Schluss mit lustig, jetzt mache ich dich platt. Es tut mir leid, dass ich mich in dir getäuscht habe, aber Oleg war sehr überzeugend und... Schon okay. Du weißt ja, ich bin ein Mann. Ich bin nicht nachtragend. Komm, wir müssen zum Flugzeug. Die Leute von der Sekte warten bestimmt schon. Musik.
Ich glaube, wir haben uns einiges zu erzählen. Mein Vater hat monatelang versucht, die Geschehnisse wissenschaftlich aufzuarbeiten, gab dieses Vorhaben dann aber mit der Erkenntnis auf, dass es wohl doch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nicht mit Formeln erklären lassen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, hat eine kleinere Filmgesellschaft sehr großes Interesse an seiner Geschichte. Hausmeister Eddie schloss sich nach seiner Begegnung mit der Sekte unverzüglich den anonymen Alkoholikern an und blieb seither trocken. Tritt mit seiner markanten Stimme ab und zu als Sprecher für Goblins in Computerspielen auf. Lisa wollte ursprünglich Fotografin werden. Das scheiterte allerdings daran, dass sie die Batterien in der Kamera nicht wechseln konnte. Auch die angestrebte Karriere als Fahrradkurier fand bereits nach 2 Stunden und dem ersten Platten ein jähes Ende, da ihr niemand den Reifen flickte. Jetzt verkauft sie an ihrem kleinen Stand am Kurfürstendamm magnetische Mikrowellenhamster. Als die Polizei zum Museum kam, war Kanskis Leiche verschwunden. Wie ich am Amulett erkannt hatte, gehörte der Kommissar zu der mysteriösen Sekte, von der man seit ihrer Intervention in der Antarktis nichts mehr gehört hat. Unklar bleiben die Motive der Sekte. Hat sie wirklich nur zum Wohle der Menschheit gehandelt? Und ist sie wirklich verschwunden? Der Kanalarbeiter bemerkte gerade noch rechtzeitig meinen Schwindel und kündigte nicht. Eine Woche später landete er dann aber tatsächlich den Glückstreffer im Lotto, trennte sich von seiner Frau und lebt seither glücklich und zufrieden. Seine Unpünktlichkeit kostete Zugführer Karpin den Job. Die deutsche Konkurrenz nahm ihn aber freudestrahlend auf. Seitdem ist er täglich auf der Strecke Hamburg-Bielefeld im Einsatz. Soldatin Romanova und Soldat Yushin beschlossen nach weiteren 2376 gemeinsamen Zigarettenpausen, das Rauchen aufzugeben. Seitdem verbringen sie ihre Freizeit damit, sich gegenseitig Nikotinpflaster auf die unterschiedlichsten Körperteile zu kleben. Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit konnten allerdings nicht bestätigt werden. Die Agenten Fetisov und Radenko verließen den FSB, um in Moskau eine Boutique für maßgeschneiderte Anzüge zu eröffnen. Das dramatisch aussehende Zugunglück hat übrigens keine Opfer unter den Passagieren gefordert. Die Wissenschaftler rätseln immer noch ob der merkwürdigen Ergebnisse der von mir so brillant manipulierten Pflanzenanalyse. Der Dobermann ergriff beherzt die Gelegenheit zur Flucht und macht seither in den Fußstapfen eines seiner Vorfahren die Moorgebiete in England unsicher. Gewinnerin Sandrin landete bei ihrer Ankunft in Deutschland wegen des Schmuggels bedrohter Tierarten im Gefängnis. Wirt O'Brien wurde vor seiner Kneipe von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren, hängte daraufhin seinen Job als Wirt an den Nagel und gibt seither Rhetorikseminare an der Universität in Dublin. Sein Arzt empfahl Angler Foley, eindringlich mehr auf seine Gesundheit zu achten. Seitdem angelt er nur noch bei Sonnenschein, also 2-mal im Jahr, und ist auf schottischen Whisky umgestiegen. Gast Klaus verlor durch die Schließung der Kneipe sein Zuhause. Heimat und ziellos zog er monatelang durch die Weltgeschichte, bis er schließlich in Gesthacht eine Bleibe fand und sich nun dem Rätseldesign von Grafik-Adventures widmet. Pförtner Fernando arbeitet zurzeit an seiner Gemäldeserie Die 1000 höchst unterschiedlichen Wachstumsstadien der Dattelpalme. Schwester Sabrina gewann dank unermüdlichem Körpereinsatz tatsächlich die Bürgermeisterwahl. 9 Monate später musste sie ihr Amt allerdings wegen Mutterschaftsurlaubs wieder abgeben. Patient Puyol schaffte direkt nach der Fertigstellung des Innenhofs den Weltrekord im Kartenhausbau. Seitdem tingelt er durch zweifelhafte Samstagabendshows, quasselt sinnloses Zeug und verdient sich damit eine goldene Nase. Die äußerst bösartige Unterstellung, dieser Werdegang sei eine generelle Voraussetzung für eine Karriere im Fernsehen, weisen wir hiermit aber aufs Schärfste zurück.
Ramon bastelt auf Grundlage der äußerst seltsamen Konstruktionszeichnungen von Manuel Perez noch viel seltsamere Figürchen aus Muscheln und verkauft diese zu Wucherpreisen an Touristen. Das Schurkenquartett wurde für sehr lange Zeit sprichwörtlich auf Eis gelegt. Damit bleibt Gedankenkontrolle in großem Stil weiterhin einem sehr beliebten Online-Rollenspiel vorbehalten. Die Gehaltsverhandlungen haben wir hinter uns gebracht. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Also freut euch auf ein Wiedersehen in Geheimakte 2. Max? Ja? Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Nein, ich denke nicht. Das Flugzeug hat doch bestimmt einen Autopiloten. Kamera läuft. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann. Das ist lieb. Schau mir in die Augen, Kleines. Sorry, hab den Text vergessen. Schnitt. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Bei mir sieht das Outfit cool aus. Schnitt. Nur weil ich irgendwelche Scheißfilme für Scheißleute drehe, heißt das nicht, dass ich gern Schauspieler bin. Außerdem war ich nicht hervorragend und ich war nicht ausgezeichnet. Ich war monumental! Ich war epochal! Kamera läuft. Das ist doch nicht. Requisite! Bitte bringt die präparierte Eisenstange, ihr Spaßvögel. Mein Name ist Morangi. Ken Morangi. Kamera läuft? Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe jetzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Marmelade. Schnitt! Ich vertrage das Zugfahren nicht, tut mir leid. Drehen wir die Szene nochmal? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.